Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe keine Ahnung, was wir im letzten Part gemacht haben. Ist nämlich wieder ein, zwei Wochen her. Nee, wie war das? Nee. Nein, oh Gott, wie war das Lied? Oh, das war das falsche Lied. Im letzten Mal haben wir probiert, irgendwelche Sidequests zu machen. Das hat nicht so gut funktioniert, weil ich mit diesem scheiß Controller nicht umgehen kann. Oh. Muss ich wieder im Menü schauen. Vielleicht hört man, ich bin ein bisschen krank. Es ist ein kleines Problem. Ach so war das. Oh, ich vergesse es immer wieder, ne? Nein. So. Denn heute wollen wir mit der Story weitermachen, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, wie hier... Oder? Ne, Moment, ich habe noch eine andere Idee. Und noch eine ganz andere Idee, die ist mir gerade eingefallen. Und zwar... Ne, was ist mir eingefallen? Habe ich wieder vergessen. Ah, super. Super, super, super. Ist heute der dritte Tag. Dritte Nacht. Geht das trotzdem noch? Ich weiß nicht. Was haben wir denn alles schon für Masken? Schauen wir mal. Die haben wir. Die haben wir. Die. Drei Rubine, okay, ich denke, wir resetten die Zeit. Wie ging der Scheiße? Rechts A unten. Ich komme damit nicht klar. Ich könnte aber mal meinen Joystick da nehmen und dann könnten wir mal probieren, diese Challenge zu machen. Kann ich das überspringen? Nein. Erinnerung des ersten Tages des Verbleibens. Okay, weil wir wissen Bescheid. Können wir... Dann probieren wir... Oh mein Gott, der schnellste Weg zu den Bergen führt durch das Nordtor. Ja, dann gehen wir, machen wir doch Story weiter, komm. Komm, ist... Nee, da oben ist Norden. Da oben ist der Norden. Der hohe Norden, ne? Nehmen wir den hohen Norden. Oder? Ah, nee, ich wollte eine Quest machen. Ich mach die Quest, komm. Wir machen die Quest. So. Ich weiß schon. Arg! Alles klar. Und zwar müssen wir zu Ranch. Haben wir mit dem Typen eigentlich schon mal gesprochen? Komm, sprechen wir mal mit dem. Oh, ganz seltsame Dinge gehen in dieser Stadt vor. Wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich noch Falten. Lieber, du hast du denn von den bösen Gerichten über die Sümpfe im Süden und die Entführung gehört? Oh, bei meinem Nagellack, die Entführung. Ja, sie haben die Kleine entführt. Hoffentlich hat sie sich keinen Nagel abgebrochen. Das wäre schrecklich. Ja. Okay. Moment, da können wir noch eine andere Quest schon mal anfangen. Und zwar die hier vorne. Oder auch nicht, da können wir auch Zeit vorspulen. Wie ging das? Ja, so. Das Thema der Zeit im Wind, ja. Vorspulen. Oh, die Katze, die kann man überspringen, siehst du mal. Nacht des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden. Kann ich rein? Ja. Ich hoffe mal, dass es alles so am Schlüssel, wie es sein sollte. Hallo, wer bist du? Bitch mit den grünen Haaren. Willkommen. Womit kann ich dir dienen?
Der Raum hier links gehört dem Bürgermeister. Ich glaube, die haben gerade eine Besprechung, glaube ich. Der Raum auf der rechten Seite ist der Salon. Er dient gleichzeitig als Madame Aromas Büro. Geh bloß nicht hinein, wenn du keinen Termin hast. Madame wird dir sonst den Kopf abreißen. Mhm. Ich weiß Bescheid. Da waren wir schon mal, ne? Aber ich mag den Stock-Sound von dem Typen. Die meisten Stadtbewohner haben bereits Zuflucht gesucht, ohne auf den Befehl des Bürgermeisters zu warten. Die einzigen, die noch hier sind, sind öffentliche Bedienstete und die Mitglieder des Komitees. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Komitee, bitte erteilen Sie den Befehl, die Stadt zu evakuieren. Ihr Feiglinge, glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf die Stadt stürzen wird? Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die ganze Stadt an diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Die Soldaten konnten die Panik nicht verhindern, aber die wahre Gefahr liegt außerhalb der Stadtmauern. Ihr wollt antworten? Die Antwort lautet, dass der Karneval nicht abgesagt werden darf. Stimmen Sie mir zu, Herr Bürgermeister. Muto, ist das dein Ernst? Ich habe den Eindruck, dieser gigantische Felsblock, der über unseren Köpfen schwebt, ist dir bis jetzt entgangen. Jedes Jahr um diese Zeit wird die Stadt von Touristen überrannt. Warum aber ist die Stadt jetzt wie ausgestorben, hm? Unser Job ist es zwar, einen sicheren Ablauf des Karnevals zu gewährleisten, aber nur, wenn auch Leute da sind. Zieht nicht die Soldaten und Kaufleute in die Katastrophe mit rein. Wenn die Soldaten fliehen wollen, dann lass dich nicht abhalten, Wisken. Wir Ratsmitglieder werden dir an der Tradition festhalten. Der Karneval wird ein Erfolg. Ich habe noch nie gehört, dass eine Abwehreinheit ihre Stadt im Stich lässt. Madame Aroma würde mir sicher zustimmen, nicht wahr, Bürgermeister Dotur? Lassen wir doch bitte meine Frau aus dem Spiel. Weiß Bescheid. Da ist Drama am Schlüssel. So, ich hoffe bei der Frau vorbei, ne? Hallo Leute. Hallo, Frau. Oh, bist du gerade auf Exkursion? Oder bist du der Detektiv, den ich angeworben habe? Ja, yeah, ich sehe schon, du bist der richtige Profi, ne? Die Merkmale die Person, die du finden sollst? Ja, ja, ich kenne die. Bei dieser Person handelt es sich um meinen Sohn Kaffei. Du kennst den doch, oder? Du kennst ihn nicht, ne? Wirklich? Er ist vor einem Monat verschwunden. Es ist schrecklich. Ich bin so sehr in Sorge. Ich kann vor lauter Sorge kaum noch etwas essen und habe schon 5 Kilo abgenommen. 5 Kilo! Du hast nicht zufällig eine kleine Karte dabei? Ich brauch Kohlenhydrate. Würdest du bitte nach dem suchen? Oh, das lobe ich mir. Du bist ein wahrer Experte. Ich zähle auf dich. So ein Experte. Du hast Kaffeis Maske erhalten und dich bereit erklärt, nach dem verlorenen Sohn zu suchen. Und trage diese Maske, um nach dem vermissten Kaffei zu forschen. Madame Aroma, die Frau des Bürgermeisters. Das ist ein Auftraggeber. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Cool. Auftraggeber? Na, da bin ich doch dabei, ne? Alter, die Kuh brennt. Wieso brennt die Kuh? Das will ich. das ist irgendwie schön. Was sind das eigentlich für Masken da oben? Kann ich die. So. Wissen wir jetzt Bescheid. Haben wir eine Quest angefangen? Das ist die Hauptquest, die sich so durch das. Ja, Gott. Durch das ganze Spiel zieht. Moment, hier habe ich gesehen, hier gibt es Glitch tatsächlich. Kann man. Ich meine, man dachte sich schon immer, dass man da irgendwie durch kann. Man kann da wirklich durch. Einfach so. Das ist doch lame. Ich meine, ich dachte ja, früher natürlich auch versucht. Da komme ich doch bestimmt durch, oder? Und ja, da kommt man durch. Und wenn ich früher so als ich das Spiel gedacht habe, habe ich natürlich gedacht, auf der 3DS-Version, vielleicht mit einem Rückwärtssalto oder so, ne? Aber nein, man kann einfach, zumindest bei der Originalversion, sich da so durchglitschen, ne? Das ist höchst interessant. Ich frage mich, was mir die Entwickler mit diesem Stilmittel sagen wollen. Ja. So, wir gehen nämlich darüber, wo dieser diebische Vogel. Ich glaube, das ist. Oh,
Immer diese Frame-Einbrüche, ne? Schrecklich. Da gibt es nämlich diesen Vogel, der klaut einem alles Mögliche. Der kann einem auch das Schwert klauen. Aber man kann dem auch ganz viel Geld abnehmen. Will ich aber gar nicht. Ich will hier hin. Wo steht er da drauf? Zur Milchstraße, zum Romani-Ranch, bitte hier entlang. Geh mal zur Milchstraße, ne? Bin ein Milchfetischist oder so. Ja. Ja. Oh mein Gott, das ist ein Tingel. Cool Olympa, mein Bro. Ich wollte da gerne mit so einem stylischen Hops. Nein. Ah. Alter. So, so und jetzt. Kann ich da bitte? Kann ich da bitte? So, bam! Pro! Ein Profi! Epicle Profi! So, aber erst gehen wir noch hier rüber, ne? Pass mal auf, was das für ein Gebiet ist. Rennstrecke der Gorman-Brüder. Oder Gorman. Oder Epicle Gorman Brothers. Yo. Aber da ist niemand. Hier haben sie ihr 3 Polygonen Fleisch auf dem Brat Grill Scheiße Ding da geil, ne? Kann man da drauf springen? Nein, kann man nicht. Es ist, wenn man da drauf springen kommt, da kann man auch drauf springen, oder? Kann man nicht drauf springen? Doch, da kann man nicht, oder? Na, egal, damit geben wir uns mal zufrieden. Wir nehmen uns den Deko, denn wir müssen ja gleich eh den Tingel abschießen. Und uns den Karte von ihm besorgen. Und dann machen wir die crazy Quest, ne? So, da. Bam! Nein! Ja, meinte ich natürlich. Hallo, Bro. Na du, grüne, kleine, weiße Fee. Mein Herr, seid ihr wirklich eine... Das hatten wir schon. Moment, ich habe gar keine Rubine. Oh, ja, ja. Ja, ja. Happy. Na gut, was macht der Typ denn da? Jemand, der wohl nur Unfug im Kopf hat, hat die Straße zur Romani-Ranch blockiert. Ich bin gerade dabei, diesen Felsen aus dem Weg zu schaffen. Hä? Okay. Ach, der hat sich gerade der Helium wieder reingeblasen. Ich dachte, gerade wieso qualmt der? So, wir spielen nochmal. So, dann spulen wir jetzt die ganze Scheiße nochmal vor, bis zum dritten Tor. Das ist Team mit der Zorn im Wind gespielt, das ist mir wohl bewusst, du. Überspringen. So, dann zeigen wir mal wieder die Bonne, ne? Dämmerung des zweiten Tors. Dankeschön. So, hi. Sprichst du noch was? Jemand, der wohl nur Info geben will, ja. Ja, das ist klar. Was haben wir davon? So, ja. Nacht des zweiten Tages, please. Kann es sein, dass gerade schon... Nacht des zweiten Tages. Da bleiben 36 Stunden. So. Was ist mit dem Licht los? Da ist irgendwas falsch, oder? So ein grünes Licht. Oder nee, oh, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Falls das wirklich ein Spiel ist und nicht irgendwie ein Bug oder so, keine Ahnung. Dämmerung des letzten Tages, genau. Wieso hat Tingle keinen Ballon? Das ist Glitch, jetzt hat er einen Ballon. Hi. Der Weg ist nun wieder frei. Na, oh, danke schön. Yo, jetzt gehen wir da so rein. Romani Ranch.
Oh, ich liebe es. Das ist doch super, oder? Das ist ja die Musik von der London Farm. Ponas Song. Ratet mal, wer der auch ist. Redi, das Mädchen. Und Epona. Sieh doch! Ist das nicht dein Pferd? Na, ja, weiß nicht. Yay! Mir fällt gerade auf, ich habe die Grafikeinstellung, glaube ich, falsch gemacht. Och nö. Wird das alles ein bisschen unscharf, scheiße. Ja, aber das Pferd kriegen wir da nicht raus, ne? Weiß Bescheid. So, weil. Was sagt der in London, Marlon dazu? Hä? Du. Wie? Wer bist du eigentlich? Romani, das ist Romani. Romani, das Mädchen vom Lani wurde ins Notizbuch eingetragen. Was ist los mit der? Die sieht verstört aus. Hallo. Hallo. Nee. Du, wie, was, wer bist du? Ja, okay. Sieht verstört aus, ne? Alter. Schau dir an. Schau dir an, was ist los mit der? Hab ich den Ballon da? Alter. Die ist verstört. Kann ich den Ballon da abschießen? Ach komm. Nein, der Hund. Nein, der Hund. Geht das? Nein. Nicht, okay. Dann können wir ja wieder gehen. Ah, wir haben die Grafikeinstellung. Ne? Ganz schlecht. Wir machen jetzt noch die Quest. Und zwar befindet die sich hier drüben. Ja, guck mal. Sie ist so ein Pro, ne? Ich kenne mich aus. Ah, ne. Nicht, nicht hier drüben. Scheiße. Das ist die Hunderennbahn. Nein, das ist die falsche Quest. Ah, ja, dieses Hühnerstall-Ding, da haben wir doch vorhin gesehen. Da drüben, ah, da. Alter, ich finde irgendwie den Stil von dem Spiel so, dieses dreckige, richtig geil. Keine Ahnung. Mach doch irgendwie an. Der Hühnerschuppen, richtig. Dann stellt euch vor. Im Moment. Stellt euch noch nicht vor, das ist... Lassen wir den Punker da vorne. Gab's auch in... OT, nur hatte der nicht so eine Frisur. Da saß er vor dem Baum in Kakariko und hat gesagt, oh, die Welt ist scheiße. Meine Eltern sind scheiße. Mein Leben ist scheiße. Also. Hallo! Mein Großvater hat's mir gesagt. Der Mond. Er fällt bald runter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, ist die Ranch auch hinüber. Ah, ja. Ich finde es nur schade, dass ich niemals erleben werde, wie die Kerlchen hier zu stolzen Hähnen werden. Der Hühnerfreak Grog wurde ins Notizbuch eingetragen. Grog. Woher kommt mir dieser Name irgendwie bekannt vor? Ich habe keine Ahnung. So. Dann brauchen wir die Prima Moske, ne? Dann setzen wir wieder auf, dann machen wir. Yeah, dann followen mir die Chickens. Die Chicks folgen mir dann. Und dann müssen wir so lang marschieren. Nein! Nein, Küken! Nein! Na komm. Oh, really? Hallo? Komm mit. Ja. Soll ich das vorspulen? Ich weiß nicht. Das war angenehmer, ne? Machen wir aber nicht. Nur den Weg noch nicht loslassen. Da hab ich nämlich verkackt. Ja, spaßig. Alter, das zweite Küken. Komm her, du drittes Küken. Wo ist es da drüben? Alter, wie der Busch wackelt. Yeah. Ich hab den Swag. Schau dir das Lied an. Swag entfremdend, sag ich da nur. Swag entfremdend. Wollt tatsächlich mal nach Wörtern mit Zweck googeln. Mal schauen, was ich da noch alles draus machen kann. Swaglos haben wir schon. Swag entfremdend. Mehr nicht. Das hat kein Swag. Naja, ist ja egal.
Ist da drüben noch ein Küken? Nein. Da sind ganz viele, Als wäre es eine Farm. Wir farmen uns hier jetzt hier die Küken. Komm mit, yo. Das sind drei ganze Küken. Komm her. So, den haben wir. Ich sammle hier auch noch ein. Yeah. Das letzte. Ich glaube zumindest das letzte. So, eine kurze Unterbrechung wegen namenlosen Gründen oder so. Scheiße, mir fehlt ein Küken. Wo finde ich das jetzt? Ist dahinter? Da hinten ist eins. Da, da, komm fest. Da, ich sehe das. Komm her, Arschloch. Nein, nicht weg. Ja. Was das? Das war's. Jo, jetzt werden die alle zu fetten Kukos. Geil. So werden Hühner gezüchtet, Leute. Ich sag's euch. Plop. Plop. Was das? Plop. So, hier, bitteschön. Dein Wunsch wurde erfüllt. Ich weiß nicht wieso. Aber wenn ich diese geschwellten Kämme auf ihren Köpfen sehe und so, dann ist mir alles andere egal. Bin absolut zufrieden. Hier, du kannst das hier haben. Du hast die Hasenohren erhalten, welch prächtige Ohren. Obwohl die Kraft der Wildnis auf dich übergehen wird. Yeah. Sie sind fast alle zu hin. Sie sind alle zu hin geworden. Hehe. Lol. Das sind die Träume der Jugend verwirklicht, Digga. Okay. Okay. Ich träume von anderen Sachen. Aber okay. Davon wollte ich. Das ist jetzt hier nicht Thema. So. So. Ja, ich weiß Bescheid. Bam. Und jetzt sind wir doppelt so fast. Yeah. Gotta go fat and gotta go fast. Fucking Sonic Link is in the house. Und dieser Part fällt jetzt aus. Ciao. Yo. Pass auf. Pass auf meine Skills auf. Ich bin der dickste Digge von allen Diggen. Oder so. Gibt's eigentlich, habe ich Bomben? Ich habe 5 Bomben. Ich möchte mal einen Glitch ausprobieren. Wenn ich die jetzt dahin packe. Ja, so noch ein Absätze. Muss man irgendwie. Irgendwie so, keine Ahnung. Nein, wie geht das? So, genau so, genau so. Dann kann man so voll fancy schnell rückwärts. Ja gut, ich mache jetzt noch die 2 Bomben leer, komm. Das hat nicht funktioniert. Okay, es ist alles in Ordnung. Oh, da ist ein Maus im Bild. Ciao!